In Berlin treffen die nordischen Royals ein. Anlass ist das 25. Jubiläum der nordischen Botschaften. Vergangenen Montag besuchen Königin Mary und ihr Ehemann König Frederik die deutsche Hauptstadt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender nehmen das dänische Ehepaar gebührend in Empfang. Im Schloss Bellevue gibt es zunächst ein leckeres Frühstück mit den beiden. Am Abend folgt dann ein festliches Essen mit weiteren nordischen Ehrengästen. Auch Kronprinz Daniel von Schweden und Kronprinzessin Victoria sind mit von der Partie. Außerdem reist Norwegens Prinzessin Mette-Marit mitsamt Ehemann Hakon an. Neben ihnen sind unter anderem die Präsidentin von Island und das finnische Staatsoberhaupt dabei. Mary glänzt bei dem pompösen Empfang an der Seite ihres Mannes in einem zauberhaften roten Ballkleid. Währenddessen strahlt sie über beide Ohren. Wann das dänische Königspaar das nächste Mal nach Deutschland kommt, bleibt offen. Mary und Frederiks herzliches Lachen lässt aber vermuten, das Treffen mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau ist nicht das letzte.